Das Warum bleibt immer. Eine einfache Erklärung gibt es nie. Doch so viele offene Fragen sind selten. Wann und wie begann die brutale Mordserie? Wie viele Opfer waren es? 30? 300? Wie konnte es so weit kommen? Ted Bundy ist ohne Zweifel ein Täter, der aus der Gruppe der Serienmörder herausragt. Da ist zum einen die Vielzahl von Opfern, die er getötet hat. Es wird kolportiert, dass es möglicherweise 60 Frauen gewesen sind, die ihm zum Opfer gefallen sind. Die Art und Weise, wie er getötet hat, sehr gerissen, ist auch außergewöhnlich. Aber auch seine äußere Erscheinung, also ein gut aussehender Mann, er war gebildet, intelligent, eloquent, er hatte die Gabe, Menschen für sich einzunehmen. Also das sind Charaktermerkmale, die man bei Serienmördern von Fall zu Fall feststellen kann, aber in der Gesamtheit, wie bei Ted Bundy, doch eher die große Ausnahme sind. Die Medien spielen bei Serienmördern eine sehr große Rolle. Diejenigen Serienmörder, die keine besondere Grausamkeit erkennen lassen oder nicht so viele Opfer töten oder wo es überhaupt keine Besonderheiten zu berichten gibt, die gehen in den Medien unter. Aber Täter wie beispielsweise Ted Bundy, die besondere Charaktereigenschaften erkennen lassen, die eine Vielzahl von Opfern getötet haben, denen es auch immer wieder gelungen ist, der Polizei ein Schnippchen zu schlagen, das sind Täter, die für die Medien und dann auch für die Bevölkerung interessant sind, weil man schon wissen will, ja, was ist das für ein Typ, wie wird man so und überhaupt. Also man kann sich natürlich darüber aufregen und sagen, also wie die Bild-Zeitung über solche Täter berichtet, das geht ja gar nicht. Nur, die Wahrheit ist auch, viele Menschen möchten, dass so berichtet wird. Also die Bild-Zeitung macht das nicht, weil sie das irgendwie besonders gut findet, sondern das sind Dinge, die in der Bevölkerung irgendwo auch bedient werden wollen. Und dann passiert das. Natürlich ist das für mich, wenn ich jetzt mal für mich sprechen darf, eher unbefriedigend. Ich halte das auch für moralisch, ethisch anstößig. Aber letzten Endes sind es Dinge, die in unserer Bevölkerung vorhanden sind. Und es macht vielleicht auch mal Sinn, darüber nachzudenken. Also die Medien sind bei der Polizeiarbeit von Fall zu Fall sehr wichtig, weil sie der Polizei helfen können, näher an den Täter heranzukommen. Aber es gibt eben, wie bei jeder Medaille, auch die Kehrseite. Und dies ist nicht so schön. Es werden immer wieder Informationen an die Öffentlichkeit gegeben, die dort nicht hingehören, weil sie eben die Ermittlungen gefährden und teilweise auch behindern. Und das geht natürlich nicht. Es gibt viele Menschen, die sich von Ted Bundy haben faszinieren lassen. In gewisser Weise kann ich das auch nachvollziehen. Ein ungewöhnlicher Täter, charmant, eloquent, intelligent, gerissen, gebildet, war sogar als Wahlkampfhelfer unterwegs. Ein durchaus auch dann geachteter Mensch, der dann aber auf der anderen Seite furchtbarste Verbrechen begeht. Und das provoziert die Frage, ja, wie kann das sein? Wir kennen Serientäter doch eigentlich als Menschen, die so irgendwie auch äußerlich erkennen lassen, dass sie so etwas machen, nicht? Das sind ja Dinge, die wir über die Medien suggeriert bekommen. Und dann kommt so jemand wie Ted Bundy, der total anders ist. Das provoziert Neugier, aber auch einen Schuss Faszination, weil er eben so anders ist. Und man schon fragt, warum ist er so und vielleicht auch, wie viel von dem steckt in mir. Tätertypen wie Ted Bundy sind ausgesprochen selten. In der Form habe ich auch keinen kennengelernt, aber ich habe einen damals 47-jährigen Mann
kennengelernt, der 25 Jahre in einem psychiatrischen Krankenhaus war, den ich von seiner Persönlichkeitsstruktur her schon als eher charismatisch einschätze. Ihm ist es gelungen, im Maßregelvollzug tatsächlich Freundschaften zu schließen. Ihm ist es gelungen, näheren Kontakt zu den Therapeuten herzustellen. Er war sogar in der Lage, so eine Art Fachdiskurs mit seiner Therapeutin zu führen. Also das war ein Mensch, der schon besondere Fähigkeiten entwickelt hat, der auch in der Lage war, Menschen in seinem Sinne zu manipulieren, der auch eine gewisse Gerissenheit offenbart hat, der aber einen entscheidenden Fehler gemacht hat, seine Ehrlichkeit. Er berichtet nämlich noch heute davon, dass er von diesen sadistischen Fantasien beseelt ist, und das ist letztlich der Grund, warum er nicht in Freiheit ist und auch nicht in Freiheit kommen wird.